Kurze Pause, Alter, die, viel, viel Alter, die war echt. Ich, ach so, ich höre die Musik gar nicht. Ich habe die Musik ausgemacht, übrigens. Lol. Ich habe da so ein bisschen Paranoia mit Copyright und sowas. Ach so. Sie? Sie sind doch noch total grün hinter den Ohren. Was wollen Sie schon gegen mich ausrichten? Ich war Krankenschwester. Wussten Sie das? Bevor all dies losging. Das bedeutet, ich weiß genau, wo ich Ihnen wehtun kann. Ist das angekommen, kleiner Mann? Meine Liebe, Sie können mich nicht töten. Sagen Sie es ihr. Er hat recht, Sophia. Her mit dem Messer. Wissen Sie, wie er seine geliebten Raketen baut? Wie viele Sklavenarbeiter dafür schon gestorben sind? Wir brauchen ihn. Und wir brauchen die Nelly. Dieses Nazi-Schwein! Die Nelly ist ein verrückter Massenmörder! Wir brauchen sie. Alle beide. Sie vielleicht. Wir nicht. Wir sind besser als das. Wissen Sie was? Ich werde Ihnen etwas sagen, meine Liebe, über Ihren geliebten Vater. Meinen Vater? Was wissen Sie? Sagen Sie es mir schon! Die anderen sollen gehen. Gut. Aber Giancarlo bleibt. Kann man sie alleine lassen? Deswegen habe ich das Messer verlangt. Finden wir raus, was er erzählt hat. Sophia! Okay. So, mal gucken, was die lieben Leute so von uns wollen. Erstmal würde ich mal sagen... Karl, genau. Die Partisanen haben uns einen Gefallen getan. Was meinen Sie? Kessler. Er hat Sophia verraten, dass ihr Vater noch am Leben ist und irgendwo in Giovi Fiorini verhört wird. Rotbauer. So ist es. Diese Ablenkung war nötig. Wir wissen, dass Rotbauer und Böhm sich vor einer Woche trafen. Rotbauer ist Böhms Vertrauter. Hochrangige Nazis packen nicht aus. Sie schlucken lieber Cyanid. Rotbauer ist ein kleiner Fisch. Wir brauchen dringend Beweise für Böhms Plan. Ich habe hier hinten noch ein Funkgerät, was noch angeben kannst. Ich weiß halt nur nicht von welcher Seite. Ah, von der Seite hier. Rotfuchs an Mutterhenne. Rotfuchs an Mutterhenne. Wird gemacht, Rotfuchs. Fangen Sie den Transporter mit feindlichen Propagandaschriften ab. Ende. Hab verstanden. Ende. Okay, finde die Route des LKWs da raus. Was ist passiert? Sie hat ja anderen mitgenommen. Allesamt. 15 Kilometer von hier gibt es einen Verhörblock. Wegen dem, was Kessler ihr sagte. Ihr Vater, Karl. Laut Kesslers Aussage lebt ihr Vater noch. Wo ist dieser Verhörblock? In Giovi Fiorini. Nordöstlich von hier. Karl, was man unseren Leuten dort angetan hat, ist unvorstellbar. Wieso hat sie Kessler geglaubt? Die Details. Er wusste zu viel über die Entführung ihres Vaters. Und... Was? Sophia traut weder ihnen noch Weaver. Sie denkt, sie haben sie betrogen, genau wie das OSS ihren Vater. Weil es weder die Entführung verhindert, noch die Rettung eingeleitet hat. Ganz genau.
Kannst du noch mit dem Dude hier sprechen? Ja. Was für ein Gestank. Ist das Ihre Art der Verhörmethode? Ach, man muss kein Genie sein, um zu wissen, wer den Krieg gewinnen wird. Sie sind sich wohl sehr sicher. Selbstverständlich. Ich bin ein Unikum. Ich bin für alle Seiten von gleich hohem Wert. Und somit bin ich unantastbar. Sie verschweigen uns irgendetwas. Äußerst scharfsinnig, Lieutenant. Ich sterbe. Meine Leber ist kaputt. Ich erlebe wohl weder Weihnachten noch das Kriegsende. Erwarten Sie jetzt Mitleid? Wird Ihnen jetzt klar, warum es so leicht war, mich zu entführen? Sophias Vater ist seit Monaten tot. Sie haben uns reingelegt. Dorfmann hat uns reingelegt. Oh, all diese Mühe. Und dabei nutze ich weder Ihnen etwas noch dem Vaterland. Ich bin, wie sagt man noch gleich, ein Windei. Irgendwie gefällt mir der Carl Fairburn. Von der ganzen Art. Mission starten. Weiß nicht, den haben sie wieder gut rübergebracht. So, mir gefällt doch der Sprecher, der Synchronsprecher. Alter, 100.000 Ziele wieder. Okay. Schwäche in der Verteidigung. Rotbauer töten. Scharfschützen töten. Feldlager zerstören. Würde man sagen, versuchen wir mal links anzufangen. Und versuchen uns dann mal wieder nach rechts rüber zu arbeiten. Mal gucken. Ihr könnt auch wieder so machen. Ich keine Ahnung, ob es funktioniert. Oh Lord, wo läuft denn der? Wenn das wir uns getrennte Wege suchen. So, der ist schon mal tot. Lass mich raten, hundertprozentig kann man den von hier aus. Nein, Alter! Oh, scheiße! Oder? Zeigt er sich so? Na, hundertprozentig nicht. Ich muss halt mich verarschen. Oh Mann, die kommen nur zurück. So, der ist tot. Okay, habt ihr. Was halt teilweise ganz hilfreich wäre. Wäre ein Schalldämpfer teilweise für eine MP oder sowas. Das stimmt schon. Der spielt so, der ist auch tot. So, und der ist auch weg. Das heißt, wir müssen. Ja. Wir müssen halt hier über die Dinge rüber. Sonst kommen wir gar nicht rüber zu Rotbauer. Rotbauer. Ich hoffe mal, dass wir ein bisschen was aus der Entfernung. Aber hier gab es noch keine, oder wir sind einfach zu blöd dazu. Noch keine wirkliche Mission oder ein Ziel, was man so komplett für die Entfernung, für die Sniper wirklich nutzen kann. Oder wir haben es halt nicht komplett nicht gerafft. Dass man sich jetzt hier irgendwo hinsetzt und dann anlegt. Oh. Kirche. Kirche hat einen Turm. Kirche ist super. Oh, Boot neutralisieren. Ja gut, das sollte kein Thema sein, das Boot hat zu neutralisieren. Oh, fuck. Das Boot kann ich ja nicht mehr fahren, das ist bloß noch der Schütze hinten dran. Haben wir das auch weg? Natürlich muss ich in dem Moment nachladen. So, dann haben wir das Boot durch. Komm mit. Aber wie gesagt, warte mal, können wir das jetzt benutzen? Halt Feldlager zerstört. Ach, sorry, wir können dann ins Wasser. Denk dran, du kannst nicht schwimmen. Oh. Elite-Soldat. Ja.
Wie gesagt, ich finde es halt komisch, dass da halt hier nichts wirklich irgendwas eingebaut haben, dass man sich wirklich da irgendwo hinstellt und sagen kann, jo, das ist jetzt die Entfernung und die nutze ich jetzt doch zum Snipen. Weil ansonsten bringt das ganze Zeroen ja nichts. Also, dass du halt die Entfernung einstellst, wenn du halt nicht wirklich ein Ziel direkt so aushebeln kannst. Ja, das stimmt schon. Und dass du halt von der Entfernung arbeiten kannst. Ja, es gibt halt noch viel Bedarf bei dem Spiel. Naja, in den anderen Teilen, in den alten Teilen gab's ja sowas. Ich erinnere mich da beispielsweise mit an die schwerste Mission, die es in Sniper Elite 1 gab. Du bist da in der Festung und musst dann halt die anstürmenden Leute abwehren, die halt ja, einfach mal, keine Ahnung, 500 Meter oder so weit weg waren. Na gut, 500 Meter ein bisschen übertrieben. Aber sehr, sehr weit weg waren. So, dass es halt wirklich du dein Snipergewehr praktisch genutzt hast. Ja, und ich hab das Gefühl, was mir so aufgefallen ist, dass du halt wirklich so viel Rambo-like durchrennen kannst, weil es aber funktioniert. Weil die MPs... Ja, und teilweise vielleicht muss man es ja auch. Ja, in manchen... Weil es anders nicht wirklich geht. In manchen Momenten schon, aber in manchen Momenten war es einfach mal schön, mal wirklich so ja. Stealth-mäßig halt durchgehen zu können. Eben. Wie gesagt, und es ist... Aber da kommen wir halt schon wieder zu dem Punkt, es fehlt einfach die Distanz, so. Wenn man da so anfangen könnte, so Leute vom Balkon runterzuholen. Eben. So, der erste ist tot. Er sitzt jetzt hier drinne und ja, er macht halt nichts. Weil, wenn man jetzt... Hier hat man erstmal was zum Mitnehmen. Wenn man hier jetzt sagen könnte, gut, da oben ist ein Lager zu zerstören. Man könnte halt hier raussnipen. Da hinten ist jetzt... Feldlager zerstören. Da hinten ist jetzt der Scharfschütze. 400 Meter. Ich gucke jetzt hier aus dem Fenster und sag, pass auf, von hier aus gucke ich ja... Ich sag mal, da hinten sitzt der Sniper. Wie sie erst an und dann kannst du es halt machen. Aber du hast halt die Möglichkeit einfach nicht. Was ich halt wirklich schade finde. Ja. So. Geht's noch weiter runter, Lull? Was ich auch schade finde, man hat hier so viele Panzer. So viele Fahrzeuge. Aber du kannst halt nichts davon nutzen. Mhm. Das finde ich halt auch ein bisschen schade, dass das halt nicht so wirklich das Potenzial halt ausgeschöpft wurde. Ich habe ja nur wirklich für die Leute, die jetzt eventuell neues zuschauen, Sniper Elite 1 wurde ja hochgeladen, Teil 2, 3 wird auch noch kommen. Ich habe jetzt alle Teile gespielt. Und ich finde, ich weiß, das habe ich in der ersten Aufnahme schon mal gesagt, oder so schon mal das Thema angeschnitten, dass Teil 1 immer noch der beste Teil ist, ja. Teil 2 auch eine würdige Fortsetzung ist. In Sachen mit der, wie es halt mit der V2 und so was weitergeht, dass man da den ganzen Kram halt dann da macht. Aber bei Teil 4 ist es mir jetzt so, selbst Teil 3 ist noch ganz okay, da hast du halt deine ganzen Sachen. Hier machst du halt das, so machst du halt das. Ist okay. Oh. Aber in Teil 4 finde ich, dass da irgendwie ein bisschen die Liebe zum Spiel irgendwie ein bisschen verloren gegangen ist. Weil in Teil 3, Sniper Elite 3 und auch bei Sniper Elite V2, beim zweiten Teil, hast du halt diese Möglichkeit, wirklich lange Distanzen zu nutzen und da wirklich dein Vorgehen zu planen. Weil es halt sehr offen ist. Ja, Italien kann ich auch ein bisschen verstehen, dass man es nicht so direkt nutzen kann. Es ist halt in der Stadt drin. Da kann ich es auch schon wieder nachvollziehen, aber
in manchen Sachen, so wie er jetzt hier, er hat so eine riesenfette Villa. Dann kann man doch sagen, pass auf, der steht denn, dass man vielleicht ein bisschen warten muss. Ja, ist okay. Habe ich auch kein Problem mit. Aber dass er dann sagt, oder dass das dann so gescriptet ist vom Laufweg, dass er dann auch rauskommt. Dass er dann, dass du halt wartest, ich sag mal, 10 Sekunden oder 20 Sekunden. Ja. Dass er dann zurückkommt, auf seinen Balkon geht und du wirklich aus 300 Metern oder sowas das machen kannst. Den dann killen kannst. Weil ansonsten, es gab jetzt schon zweimal die Möglichkeit, diesen Dingens, diese Schussübertönung zu nutzen. Hm. Das heißt, wenn ein lautes Geräusch da ist,